Ja, hallo und willkommen zu Mass Effect. Ja, hier die 4.5. Folge. Ich werde sie trotzdem die fünfte Folge nennen. Und ja, das ist der Teil, den ich letztes Mal leider nicht geschafft habe, erfolgreich. Und ja, den habe ich euch jetzt hier natürlich mal neu aufgenommen. Und zwar habe ich es dieses Mal gleich beim ersten Versuch geschafft. So viel mal erstmal dazu. Es kommt noch ein bisschen mehr. Wir spielen immer noch auf Veteran. Hat sich nichts geändert. Ah, da versteckt sich dann doch mehr. Warte. Und so. So, viel zu dem Schützen. Gut. Dann gehen wir doch mal weiter. Ich hatte es aufgenommen und, naja, hatte halt hier das kleine Problem, dass ich hier gestorben bin. Das war nicht so cool. Ja, aber dieses Mal ging es eigentlich besser. Ich weiß jetzt auch nicht genau, woran es gelegen hat. Vielleicht habe ich die komischen Gate, wie sie ja hier noch heißen, besser gekriegt. Also halt an den entsprechenden Stellen. Der Schütze war schon mal weg. Ja, voll hier in die Wand geschossen. Riesengroßes schwarzes Loch. Meiner Pistole. Ich weiß nicht. Ja, Schrotflinte. Gut. Funktioniert, ne? Funktioniert alles. Au. Das tat schon mal weh. Geht mal dahin. Da könnt ihr auch in Deckung gehen. Könnt. Müsst aber nicht. Da sind noch zwei. Jetzt kommen. Mehr oder weniger cool. Raketenschütze weg. Der Front. Kämpfer ist fast tot. Läuft noch. Sniper. Gim. Ja, das Schild eben weg. Ach, da ist noch einer. Geronimo. Gut. Werfe ich jetzt mal auf Sicherheit. Der nächste Schütze weg. Verdammt. Ah, okay, ist tot. Okay, so leicht explodiert sie dann auch nicht. Muss ich auch befehlen. Gut. Ach, verfehlt. Na, Schild. Na komm schon. Ist das dein Ernst? Aber die Waffe schwingt auch so hin und her. Ich bewege sie nicht mal. Und hui. Als ob wir einfach nur so Kopfroll. Okay, gut, habe ich den halt getroffen. Wenn der PC meint. Ich würde ja sagen, dass ich verfehlt habe, aber scheinbar nicht. Na gut. So ist das wohl. Spacing Westen. So, verstecken wir uns mal eben hier in der Nähe der Lava, falls noch. Nope, keine Gegner. Gut, dann laufen wir doch mal weiter. Ja. Ich müsste vielleicht eigentlich mal was nachgucken. Und zwar habe ich keine Lust, die Stelle hier gleich nochmal von vorne zu machen. Wie wär's, wenn wir denn mal speichern? Ja. Das wäre mal eine grandiose Idee, glaube ich, ne? Wäre nämlich echt doof, wenn wir das nochmal machen müssten. Weil dann wäre ich irgendwie nicht weitergekommen. Nur ein kleines Stück. Dann gucken wir doch mal. Voll die Ausgucke. Ja, genau. Ein Kampfläufer. Ist klar. Besser als ein Koloss. Ja. Sagen wir dir mal eben, dass wir dahin sollen. So. Wir gehen hier hin. Sniper? Nein, keine gute Idee. So. Der muss weg. Ah, geschafft. Rex. Ah, ich würde gerade sagen, er lebt noch, aber nein. Ich hasse diese
zirpende Dinger. Die machen mir hier das teuer bei Tod. Es sind zu viele, es sind zu viele. Oh shit. Oh shit. So. Hoch, runter. Ha, minus eins. Der nix. Hoch, runter. Was? Mhm. Hallo. Ah, da. Da oben. Unten. Der ist tot. Da wieder. Oben. Boah, dieser Strahl. So, und so. So. War eben weggegangen. So, out of sight. So, den hätten wir auch gekriegt. Gut, jetzt haben wir noch ein paar und da haben wir eine Kanone. Haha. So. Einer weg. Granate. Ah. Okay. Da müssen wir uns auf jeden Fall mal was Besseres überlegen. Nein, ganz schlecht. Ach, jetzt geht's. Gut. Schießt er wieder. Wurf. Feuer. Okay, gehen wir wieder rüber. Die Seite hier scheint besser zu sein. So, rüber und weiter. Ja, er kann das Ding ja nicht die ganze Zeit feuern. Das ist eigentlich ganz gut. Also ich glaube, ich habe hier einen kleinen Trick gefunden. Also, wer jetzt auf einer höheren Schwierigkeitsstufe spielen möchte und nicht weiterkommt, hier ein kleiner Tipp. Einfach immer auf die eine Seite schießen lassen und dann zur anderen rüberlaufen. Pass auf, dass sie nicht über die Kanten getroffen wird hier an den Seiten. Und ja, die zwei sind immer noch tot. Achtet eigentlich auch immer auf eure Skill. Es sollte nämlich eigentlich meine Einigkeit und mein Schildboost reintun. Aber irgendwie habe ich das ein bisschen verweigert. Tja, den hätten wir gekriegt. Dann beleben wir die zwei doch mal wieder. Und ich dachte, auf Palawan wäre es heiß. Tja, Pech. Noch 50 Grad mehr und ich könnte mich etwas unwohl fühlen. Was macht ihr Säugetiere, Chapter? Wir schwitzen. Das machen wir. Schwitzen. 50 Grad mehr, ich glaube, bei dem hackt's wohl. Vulkanplanet. Hm. 50 Grad mehr. Komm, geh nach Hause. So, hier haben wir gerade einen Safe-Punkt. Kommen. Das ist doch gut. Ganz doll gut. Ja, das ist halt sehr praktisch jetzt. Ja, Spectre-Training. Mehr Schaden, bessere Präzision, regenerieren, wir müssen was. Ja, 6 Punkte rein da, fertig. Jetzt haben wir auch unsere Einigkeit. Ausrüstung. Ganz viele Upgrades. Oh, besseres Schlaggewehr. Meins. Ja, und der andere war nichts. Schade. Ja, kriegt Garrus noch eine bessere Waffe. So. Garrus tot. Verstecken uns mal hinter Rex. Der hat so ein Riesenschild. Ich glaube, ich möchte lieber speichern. Ja. Ah, der da unten muss erstmal weg. War schlecht. Ah. So. Den hätten wir dann erwischt. Okay, irgendwo ist noch einer. Ja, wenn man von da bespricht. So. Garrus. Achso. Ja, jetzt lebt Garrus. Bestimmt können wir auch jetzt. Ja, wir können jetzt auch speichern.
2 Stunden 27 haben wir schon gezockt. Ja, das geht doch. Das ist ja noch nicht so viel. Planiert haben wir schon. Ich überlege gerade auch schon, wo wir hingehen, nachdem wir hier irgendwann vielleicht mal Liara gefunden haben. Aber. Das ist meine erste proteanische Ruine. Abgesehen von der Zitadelle natürlich. Die Zitadelle ist doch keine Ruine, Macker. Mann, Garus, ey. Das ist eine Festung. Das ist ein fucking riesiges Etwas im Weltraum. Naja, wir gehen jetzt auf jeden Fall erstmal schön weit weiter nach unten. Und ja, müssen wir eben... Oh, Medikit. Ja, genau, jetzt mal die Fähigkeiten hier aber. Oh, da kommen gerade Gegner. Na, hatten wir aber Glück. Ja, Einigkeit ist zum Wiederbeleben. Und die Shield Boost geben halt Schild, aber die kann man nur benutzen, wenn man kein Schild mehr hat. Und irgendwie wollte der Karte die jetzt nicht nehmen. Ja, was ist tot. So, jetzt haben wir uns. Save Point. Correct. Das Schild ist, dass die KI doch ein wenig nützlich ist. Klinisch weiß. Proteaner mögen's offenbar gemütlich. Ja, klinisch weiß. Gemütlich. Frax, was hast du für eine Vorstellung? Ich glaube, es waren 24 oder so an Stockwerken. Naja. Dann geht's halt noch weiter nach unten. Schön ist auch, dass es irgendwie nur einen Weg gibt, wie wir nach unten kommen. Leute. Wer hat den Fahrstuhl kaputt gemacht? Jetzt ernsthaft. Rex, nimm mal ab. Ich spring runter und das macht... Ein Asari. Können Sie mich hören da draußen? Ich sitze in der Falle, ich brauche Hilfe. Nee, höre ich nicht. Kein Stück. Hören Sie auf zu schreien, hier wimmelt es von Geht. Entschuldigung, ich bin ein wenig... Naja, mein Name ist Dr. Liara Zumi. Ich bin Archäologe. Hören Sie zu, dieses Ding, in dem ich bin, ist so eine Art proteanische Sicherheitsvorrichtung. Ich kann mich nicht bewegen, also müssen Sie mich rausholen, okay? Wir müssen nur einen Weg finden, wie wir dieses Energiefeld umgehen können. Es ist ein proteanisches Barrierefeld. Ich wusste, es würde mich vor dem Geht schützen. Aber als ich es anschaltete, muss ich etwas berührt haben, das ich nicht hätte berühren sollen. Ich war hier drinnen gefangen. Sie müssen mich rausholen, bitte. Wir finden einen Weg, Ihnen zu helfen. Es gibt hier eine Steuerung, die das Ding deaktivieren sollte. Sie müssen irgendwie hinter den Barrierevorhang kommen. Das ist der komplizierte Teil. Die Abwehrvorrichtungen können nicht von außen ausgeschaltet werden. Ich weiß nicht, wie Sie hier reinkommen. Seien Sie vorsichtig. Da war auch ein Vorganer bei dem Gegner. Sie haben verschiedene Möglichkeiten ausgetestet, hinter das Barrierefeld zu kommen. Jo, dann wollen wir doch mal weiter. Oh ja, Waffe gezogen, ich habe sie schon gesehen. 1, 2 Frontkämpfer und so ein Raketentyp. Ach, dieses doofes Schild, Mann, ich hasse es. So, ein Frontkämpfer weg. Fehlt noch der Frontkämpfer. Oh, da Raketentyp. Ah, verdammt, verdammt. Puh, Glück. Dann kommt die ja gleich hier lang. Da ist schon eine. So, weg. Und da geht der Kopf weg. 2 geht weg. Da ist wohl noch einer, wa? Garrus. Vakarian. Mean Laser Code eingeben. Nö, geht doch nicht. Sniper. Das Ding hat den auch nicht getroffen. Schade. Na gut, jetzt aber hier den komischen Minenlaser. Unten rechts, links. Unten. Unten. Jo, da ging der Laser durch und da haben wir die letzte Etage. Vorbei. Nein, ich glaube nicht. Ich behaupte einfach mal, es geht noch viel weiter nach unten.
für uns geht das jetzt aber erstmal nach oben. Und wir können leider gerade nicht speichern. Gauss ist fast tot. Und sie hängt da wie so ein Tropf. Die Tsoni. Die Soni. Naja. Wie sind Sie hereingekommen? Ich hielt es für unmöglich, die Barriere zu durchbrechen. Sehr gute Argumente. Wir haben uns mit dem Bergbaulaser reingesprengt. Natürlich. Klar, das ergibt Sinn. Holen Sie mich bitte hier raus, bevor noch mehr geht kommen. Der Knopf da drüben sollte das Kraftfeld abschalten. Nicht so schnell, Shepard. Sind Sie sicher, dass sie auf unserer Seite ist? Ihre Mutter arbeitet mit Saren. Ich bin nicht meine Mutter. Ich weiß nicht, warum Benesia sich Saren angeschlossen hat. Ich will mit diesem turianischen Bastard nichts zu tun haben. Wenn sie zu Saren gehörte, würden die Geth sie nicht töten wollen. Gutes Argument. Also, hol sie raus. So. Damit wäre sie frei. Haben Sie einen Tipp, wie wir hier rauskommen? Im Zentrum des Turms ist ein Aufzug. Wenigstens glaube ich, dass es ein Aufzug ist. Er sollte uns hier rausbringen. Folgen Sie mir. Ich verstehe das alles immer noch nicht. Warum hatten die Geth auf mich abgesehen? Ob Benesia was damit zu tun hatte? Saren ist auf der Suche nach der Röhre. Sie sind hier die Expertin für Proteaner. Er will offensichtlich, dass Sie ihm bei der Suche helfen. Die Röhre? Aber ich... Ja, aber du? Was zum Teufel war das? Diese Höhle war nie besonders stabil. Ihre ganze Schießerei und Sprengerei hat es nur noch schlimmer gemacht. Ach so, wir sind wieder schuld. Wir haben vielleicht 10 Minuten, bis hier alles zusammenbricht. Ich hoffe nur, dass der Druck keine Eruption verursacht. Joker, bringen Sie die Normandy in die Luft und peilen Sie... Das sind 8 Minuten. Jetzt. Zu Befehl, Commander. Anker gelichtet. Geschätzte Ankunftszeit 8 Minuten. Lol. Wenn ich hier sterbe, bringe ich ihn um. Ich mach mit, Rex. Wow, wir stehen hier stark steif auf dem Fahrstuhl. Dass man hier nicht rumlaufen kann. Hallo? Oh. Naja, sind ja schon oben. Sieht aus wie so eine Satellit. Wie so ein Satellit oder so eine komische Waffe. Hm, Kogana. Noch einer. Schon zwei. Geben Sie auf. Oder auch nicht. Das wäre amüsant. Falls es Ihnen nicht aufgefallen ist, hier bricht alles zusammen. Rauschend, nicht wahr? Danke, dass Sie das Energiefeld für uns deaktiviert haben. Träumt weiter. Geben Sie jetzt den Doktor raus. Was auch immer Sie wollen, von mir bekommen Sie es nicht. Richtige Einstellung. Vielen Dank. Aber sie bleibt bei uns. Das war keine Bitte. Saren will sie und er bekommt immer, was er will. Dieses Mal nicht. Verschont, wenn möglich, die Asari. Wenn nicht, ist es auch egal. Ja, der Typ hat mich eben ein wenig umgeklatscht. Er ist mir zu nahe gekommen, von wegen Nahkampf. Da sind diese Kugane echte Monster. Ich freue mich auf jeden Fall schon auf den zweiten Teil von Mass Effect. Auch schon wegen der Kampfsteuerung, die dort echt cool ist. So, erstmal geht ein Typ weg. Frontkämpfer, komm, stirb. Ja, das könnte jetzt ein bisschen länger dauern, bis der Tod ist und so schießen. Ich freue mich schon auf dieses LP.
jeden Fall nice. Das wird echt schick. So, hier zwei Handgranaten. Den Typen interessiert es nicht. Top. Super. Naja, gleich haben wir ihn. Was geht mit dem denn nicht? Waffe abkühlen lassen, so. Na toll. Full Schild. Ah, jetzt kommt wieder so dicht. Mann, au. Geh weg, Alter, geh weg. Das war knapp. Der Sniper hat auch daneben geschossen. So, erleben wir noch. Machen wir mal das Schild wieder an. So, jetzt mal eben gegen den Scharfschützen. So, der ist bestimmt wieder hier um die Ecke. Auf jeden Fall. Damit schlagen. Ja, schon mal den unten. Knapp, Commander. Noch 10 Sekunden und wir hätten in geschmolzenem Schwefel gebadet. Die Normandy ist nicht dafür ausgelegt, in explodierenden Vulkanen zu landen. Dabei könnten unsere Sensoren verglühen und unsere Hülle schmelzen. Nur so zur Info. Wir sind da draußen fast umgekommen und Ihr Pilot macht noch Scherze? Ja, normal. Manchmal ist Joker ein echter Vollidiot. Ja. Ignorieren Sie ihn einfach. Verstehe. Scheint eine menschliche Eigenart zu sein. Tut mir leid, aber ich habe keine besonders große Erfahrung mit Ihrem Volk, Commander. Aber ich bin Ihnen sehr dankbar. Sie haben mein Leben gerettet. Nicht nur vor dem Vulkan. Diese Geth hätten mich sicher getötet oder mich zu Saren verschleppt. Was will Saren von Ihnen? Wissen Sie etwas über die Röhre? Ich weiß nur, dass sie etwas mit dem Verschwinden der Proteaner zu tun hat. Das ist mein eigentliches Spezialgebiet. Ich beschäftige mich schon seit 50 Jahren damit, was mit Ihnen passiert sein könnte. Haben Sie bei Ihren Forschungen irgendetwas Interessantes gefunden? Am interessantesten sind die Sachen, die nicht bekannt sind. Es gibt erstaunlich wenig archäologische Funde von den Proteanern und noch weniger Erkenntnisse darüber, warum sie verschwunden sind. Es scheint fast, als ob jemand nicht will, dass das Geheimnis gelüftet wird. Als ob jemand nach dem Verschwinden der Proteaner all ihre Spuren verwischt hat. Aber ein Punkt ist am interessantesten. Meine Funde belegen, dass die Proteaner nicht die erste galaktische Zivilisation war, die verschwunden ist. Dieser Zyklus begann lange vor ihnen. Wenn die Proteaner nicht die ersten waren, wer war es dann? Ich weiß nicht. Es gibt kaum Beweise für die Existenz der Proteaner. Und noch weniger für jene, die vor ihnen da waren. Ich kann meine Theorie nicht beweisen, aber ich weiß, dass ich recht habe. Die Galaxie basiert auf einem Zyklus der Vernichtung. Jedes Mal, wenn eine Zivilisation ihren Höhepunkt erreicht, erfährt sie ein brutales Ende. Zurück bleiben nur Ruinen. Die Proteaner eroberten von einer einzigen Welt aus die gesamte Galaxie. Aber auch sie konnten jene, die vor ihnen da waren, nicht übertreffen. Ihre größten Errungenschaften, die Massenportale und die Zitadelle, basieren auf der Technologie ihrer Vorgänger. Wie alle anderen vergessenen Zivilisationen der galaktischen Geschichte, verschwanden auch die Proteaner wieder. Und ich möchte herausfinden, warum. Sie wurden von einem bewusstseinsfähigen Maschinenvolk ausgelöscht. Den Reapern. Den Reapern? Das habe ich noch nie gehört. Tja. Woher wissen Sie das?
Haben Sie Beweise dafür? Ja, in meinem Kopf. Auf Eden Prime gab es einen beschädigten proteanischen Sender. Er hat mir eine Vision übermittelt. Ich bemühe mich, diese Eindrücke zu deuten. Visionen? Ja, das ergibt Sinn. Die Sender wurden entworfen, um Informationen direkt an den Verstand der Empfänger zu übermitteln. Es gibt kaum noch funktionstüchtige Sender. Kein Wunder, dass die Gate Eden Prime angegriffen haben. Die Möglichkeit, einen funktionierenden Sender zu bekommen, egal wie beschädigt, ist fast jedes Risiko wert. Aber die Sender waren nur für die Kommunikation unter Proteanern programmiert. Jegliche Informationen, die sie erhalten haben, müssen sehr unstrukturiert gewesen sein. Ich bin erstaunt, dass sie überhaupt einen Sinn daraus lesen konnten. Ein weniger starker Verstand wäre bei diesem Vorgang zerstört worden. Sie müssen über einen bemerkenswert starken Willen verfügen, Commander. Das hilft uns nicht, Saren zu finden. Oder die Röhre. Doch. Natürlich, Sie haben recht. Meine wissenschaftliche Neugier lässt mich nicht los. Leider habe ich keine Informationen, die Ihnen auf der Suche nach Saren oder der Röhre helfen könnten. Ich weiß nicht, warum Saren hinter Ihnen her war. Aber ich denke, dass es besser ist, wenn Sie mit uns kommen. Danke, Commander. Saren wird mich vielleicht weitersuchen. Hier auf Ihrem Schiff fühle ich mich in Sicherheit. Und vielleicht kann Ihnen meine Kenntnis über die Proteaner noch weiterhelfen. Und Ihre biotischen Fähigkeiten könnten uns auch im Kampf weiterhelfen. Wir haben schon so ziemlich alle nichtmenschlichen Volksvertreter an Bord. Dann können wir ja auch gleich noch eine Asari aufnehmen. Danke, Commander. Ich bin sehr dankbar, dass... Völlig. Oh, mir ist gerade etwas schwindelig. Wann haben Sie zum letzten Mal gegessen? Oder geschlafen? Dr. Chuck, was wird Sie besser untersuchen? Wahrscheinlich nur mentale Erschöpfung. Und der Schock darüber, dass ich jetzt weiß, was mit den Proteanern geschehen ist. Aber es kann nichts schaden, wenn ich mich von einem echten Arzt untersuchen lasse. Dann kann ich die ganze Sache auch noch einmal überdenken. Sind wir fertig, Commander? Wir? Ja, immer. Gehen Sie zur Ärztin. Tschüss. Alle anderen, wegtreten. Die Missionsberichte sind fertig, Commander. Soll ich sie zum Rat durchstellen? Nein. Nee. Ist nicht nötig. Jawohl, Sir. Ist nicht nötig, so ganz locker. Tja, und das war... die Folge. Und wir sehen uns dann gleich nochmal oder bei der nächsten Folge. Oder besser, bei und der nächsten Folge, ne? Ja, willkommen auf Endcut. Wenn ihr wissen wollt, wann die nächste Folge kommt oder was ich noch so vorhabe an Projekten, klickt doch einfach auf Abonnieren oder auf mein Avatarbild. Ihr könnt auch bei einem meiner anderen zwei Projekte, also bei einem von den dreien, die Playlist einfach anklicken. Dann könnt ihr dort einfach eine weitere Folge auswählen, falls ihr die vorherigen noch nicht gesehen habt, oder halt eine komplett andere, ein komplett anderes Let's Play sehen möchtet. Ich freue mich über jeden Daumen und jeden Kommentar, und ihr könnt mir so schreiben in die Kommentare oder auch per PN, was ich noch verbessern könnte, was euch schon gut gefällt, und ich freue mich auf jeden Fall drüber. Bis dann, tschüss.